Das sind Boxen aus dem ehemaligen selbstverwalteten Jutz in Bad Nauheim, was geschlossen wurde. Also eine Box davon. Und ich habe halt einen ziemlich großen Autoverstärker irgendwann mal besorgt und das einfach mit einer 12-Volt-Batterie ausprobiert und es funktioniert ziemlich gut. Ich versuche das passend auszuwählen und natürlich schon auch meinen Musikgeschmack, ja, klar bringt man als DJ, würde ich mal sagen, das, ja, schon so mit, dass man seine Musik spielt, oder? Ja. Ich denke, es geht um das Gefühl, also das Gefühl beim Hören und das Gefühl in der Masse beim Hören, wenn das passt so, das fällt schon auf, also wenn man die Leute stört, so würden sie zu einem kommen, denke ich, und wenn es sie freut, dann sieht man das auch so und wenn das passt irgendwie. Die Leute sind ja hier aus einem bestimmten Grund so. Wenn die Musik dann dazu passt, dann ist, denke ich, alles richtig so. Wir sollten viel mehr empört sein, ja, und Wut eigentlich auch haben, ja, weil es so unglaublich grausame Sachen überall auf der Welt passieren. Und, ja, ja. Man muss sich eigentlich einfach nur informieren. Wenn man sich so informiert, dann halte ich es für fast selbstverständlich, dass man sich irgendwie engagiert. Welche Richtung man dann irgendwie geht, wie extrem das irgendwie wird, das ist jedem selbst überlassen. So, aber irgendwie gibt es da so krasse Sachen auf der Welt, einfach was nicht so weitergeht. Also kann auch nicht so weitergehen, weil es ungerecht ist und es wird nicht ewig lang ungerecht sein können. So. Also, das muss ja irgendjemand anfangen.